war ein sehr starker Monat, würde ich behaupten. Preise fallen meiner Meinung nach wie vor noch nicht. Das heißt, die Preise sind immer noch im stabilen Niveau. Halle ist relativ leer. Warum? Weil wir einfach ausverkauft sind. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Wohnmiete Silbert. Mein Name ist Martin Silbert. Wir haben heute Sonntag, das heißt, wir machen eine klassische bekannte Hofrunde, wie in den letzten Videos auch. Ich komme frisch aus dem Urlaub, ich war in Kurzurlaub 4 Tage, habe die Sonne genossen, komme zurück, hier haben wir auch fast 30 Grad. Ein Traum, der Sommer geht los. Wie gehabt, ich gehe einfach einmal rum, wir checken ab, was machen wir aktuell alles im Bestand, was passiert hier so zurzeit und wie ist die Nachfrage etc. und erzähle einfach mal. Der Hymanova S steht immer noch hier. Da haben wir eine Solaranlage verbaut, da haben wir eine Dual Control verbaut, den müssen wir jetzt noch durchchecken. Da war die Bremse fest, da war einiges noch zu tun oder ist noch einiges zu tun, aber den kriegen wir jetzt unter diese Woche fertig, dass der Kunde ihn abholen kann und ihn abstellen kann. Dann haben wir den Hymer hier auch vom Hof. Dann haben wir hier einen Tag von einem Kunden von uns, hier aus dem Umkreis oder hier aus der Gegend, der hat Probleme mit dem Mover. Da rattert der Mover wahrscheinlich irgendwas am Motor. Mal gucken, entweder reicht eine Reinigung oder, da können wir jetzt spekulieren. Dann müssen wir die Woche mal ran, schauen, was dran ist. Und ja, hat er uns gebracht, kam aus dem Urlaub wieder, hat Probleme mit dem Mover. Gucken wir uns die Tage mal an. Ja, der Hänger ist, denke ich, selbsterklärend, muss ich nicht viel zu sagen. Hier in Stärkemann, ich war unterwegs und zwar auch eine coole Story. Ich war ankaufen, aber das machen wir gleich im Fahrzeug. Auf jeden Fall war ich nicht da, nicht im Laden, der Vater war hier. Hat die Stellung übernommen und da kam der Kunde frisch aus dem Urlaub zurück und wollte ihn daheim einfahren. Mover hat nicht geklappt und ohne Mover kann er ihn nicht auf dem Grundstück fahren. Dann ist er direkt hingekommen, dann haben wir den Mover repariert. Tatsächlich lag es nur an der Fernbedienung. Wir mussten die Fernbedienung aufmachen, mal durchblasen. Bevor wir eine neue Fernbedienung verkaufen, haben wir gesagt, komm, gucken wir erstmal, ob wir es vielleicht repariert bekommen. Da sind diese Wasser reingekommen, die Fernbedienung klappt jetzt wieder. Jetzt kriegt er noch einen neuen TÜV und eine Gasprüfung in dem Zuge, machen wir alles fertig. Ja, hier haben wir den unterschlagenen Transporter. Dann haben wir jetzt wieder, den melde ich jetzt noch morgen, heute Sonntag, am Montag melde ich den ab. Dann, oder inseriert ist er schon, dann verkaufen wir den. Hat jetzt noch ein Motorproblem, da ist ja diese Partikelfilter voll, den müssen wir noch generieren und regenerieren. Und dann wird der entsprechend verkauft. Das heißt, wenn jemand einen Transporter sucht, hat 108.000 Kilometer gelaufen, ist bekannt durch die Videos, steht zum Verkauf, ist 2 Jahre alt, gerne mal reinschauen, ansonsten wird er sicherlich irgendwann ins Ausland verkauft. Wegen der Gewährleistung mit Autos habe ich da ehrlich gesagt, wobei es ein Ducato ist, aber habe ich ehrlich gesagt kein Interesse dran. Dann haben wir hier einen Pössl Summit 600 Plus von 2019 mit 31.000 Kilometern. Dann machen wir gleich Fotos, den inserieren wir morgen oder übermorgen noch. Das Fahrzeug, eine kurze Info, habe ich eine Auktion gekauft. Ich hatte zufällig einen Zeitraum, da wurde mir ein Termin, ein Ankauf abgesagt. Dann war ich ein bisschen flüssiger und dann habe ich das Fahrzeug wieder gekauft. Das Fahrzeug habe ich in der Auktion gekauft tatsächlich und ja, die Geschichte dazu, ich habe mit dem Kunden telefoniert, wir könnten oder sollten, hatten die Möglichkeit, das Fahrzeug freitags abzuholen. Das Fahrzeug stand unterhalb von München, das heißt direkt in Kufstein, in der Nähe von Kufstein an der österreichischen Grenze. Das sind von uns 6,5 Stunden Fahrt. Das war das erste Mal, dass ich zu einem Ankauf geflogen bin. Und zwar bin ich morgens um 4 Uhr aufgewacht. Sind dann mit dem Flugzeug, bin um 6 Uhr ging der Flieger in Köln. Köln ist von uns ungefähr eine Dreiviertelstunde der Flughafen entfernt. Sind dann dahin, bin irgendwie eingecheckt und so weiter. Bin um 6 im Flieger, war um 7 in München. Da muss ich nochmal 2 Stunden mit dem Zug fahren, dass ich da in die Nähe von Kufstein komme. An den Ort, wo wir es abgeholt haben, dann war ich um, ja, Pi mal Daumen, 9:30, 10 beim Kunden. Und bin dann 6,5 Stunden zurückgefahren. War dann um 17, 18 Uhr ungefähr wieder hier. Bin dann noch mal auf den Geburtstag gegangen mit der Lebensgefährtin. Da war ich komplett, um 10 habe ich gesagt, hier Feierabend bei mir. Ich konnte nicht mehr gerade stehen. Also das erste Mal, dass ich mit einem Flugzeug ankaufen gewesen bin, war eine interessante Geschichte oder war echt eine schöne Sache. Klar hat das jetzt ein paar Euro mehr gekostet, aber ich war das erste Mal, wenn ich so weit unterwegs war, wieder im hellen Zuhause. Werde ich vielleicht in Zukunft, wenn es weiter weg ist und die Fahrzeuge noch nicht so alt sind, wo man tatsächlich auch weiß, okay, das sollte nicht schief gehen, werde ich das vielleicht mal öfters machen. Was hat mich der Flug gekostet? 137 Euro der Flug.
Wobei der Zug, die Zugfahrt hätte auch 80, 90 Euro gekostet und die Autofahrt, wenn wir zu zweit gefahren wären, wäre noch teurer gewesen. Also von daher war es nicht mal so teuer. Also war immer noch teuer, aber im Verhältnis dazu zur Zeit definitiv empfehlenswert. 137 Euro der Flug. Dann muss das auch natürlich für die Fahrt nochmal, das hätte ich aber so oder so tanken müssen, 70 Euro. Und ja gut, die Lebensgefährtin musste mich an den Flughafen bringen, aber das ist einmal dahingestellt. Von daher für 137 Euro die Zugfahrt hätte mich auch 70, 80 Euro gekostet, denke ich, war das im Vergleich zu der Zeit, die ich gespart hätte, weil die Zugfahrt hin hätte alleine 7-8 Stunden gedauert, steht das voll im Verhältnis und werde ich vielleicht in Zukunft, wenn es weiter weg ist, öfter machen. War echt eine schöne Geschichte, ich war schnell vor Ort und ja, wenn es jetzt Richtung Berlin oder in Großstädte weiter weggeht, werde ich das vielleicht öfters angehen, weil die Zeit, die mir einfach dadurch wieder zurückkommt, also die Zeit, die ich früher da bin und so weiter, ist einfach ein enormer Mehrwert, wo ich wieder was machen kann, wo ich wieder arbeiten kann und im Endeffekt ist es dann für mich günstiger, wenn ich früher wieder zurück bin. Also war eine schöne Erfahrung wert, dachte ich, teile ich mal. Dann schauen wir mal in die Halle. Wie sieht die Halle aktuell aus oder wie lief der Mai? Der Mai lief verdammt gut, war ein sehr starker Monat, würde ich behaupten. Aber auch in der Automobilbranche, also alles, was ich höre, war der Mai wohl echt verdammt gut. Wie läuft es aktuell allgemein, also auch mit der Situation der Politik und allem drumherum im Geschäft hier? Es läuft gut. Die Preise fallen meiner Meinung nach wie vor noch nicht. Das heißt, die Preise sind immer noch im stabilen Niveau. Die Kaufkraft ist ein wenig gesunken. Wobei nicht die Kaufkraft ist gesunken, sondern die Anfragen sind gesunken. Das heißt, wenn wir damals ein Fahrzeug inseriert haben, hat das nicht lange gedauert, hatten wir viele Anfragen. Jetzt sind die Anfragen weniger geworden, aber die Anfragen, die kommen, sind sehr gut, also sind sehr, 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 sehr positiv und haben, wie gesagt, starke Monate jetzt. Bisher dieses Jahr jeden Monat echt sehr, sehr stark gehabt und bin mal gespannt, wo es weitergeht, aber ich glaube, das bleibt erstmal noch so. Dann haben wir hier meine Ape. Übrigens habe ich einige Kommentare gelesen, ist meine private Ape. Viele fragen mich, ob ich die verkaufe. Nein, ich verkaufe die nicht. Das ist noch der Erstlack. Habe ich aus Italien importiert und ist echt im traumhaften Zustand. Die Box haben wir hinten noch drauf gemacht. Da wird jetzt irgendwann noch Werbung drauf geklebt. Die Ape stelle ich vielleicht beim Kumpel ins Eiscafé, der hat ein Eiscafé. Und dann können wir da ein bisschen Werbung machen zusammen. Ansonsten schönes Spielzeug von mir. In einem 1A Zustand und werde ich nicht verkaufen. Ich habe aber noch eine andere, die ist noch restaurierungsbedürftig und ich habe eigentlich die Zeit dafür nicht. Deswegen wird die andere vielleicht irgendwann mal verkauft. Da können wir bei mir im eBay Kleinanzeigen reinschauen. Vielleicht inseriere ich sie irgendwann. Ist mal eine private Ape. Und die, wie gesagt, einfach nur ein kleines Spielzeug von mir, weil ich einige Kommentare gelesen habe. Ja, das Kart, auch ein Spielzeug von mir, wird kaum noch benutzt. Ist aber natürlich dann schön, wie ich mal erwähnt habe, wenn die Kinder sich mal reinsetzen können, die hier da sind. Ja, das so viel. Rennrad von mir steht bestimmt schon 10 Jahre in der Garage. Haben wir jetzt mal ausgepackt. Ich habe viele Freunde, die Rennrad fahren. Die sind alle verrückt und sportlich. Da will ich mich mal dazu gesellen. Und muss aber erstmal kernsaniert werden. Ansonsten sieht man vielleicht, wenn man hier reinschaut, die Halle ist relativ leer. Warum? Weil wir einfach ausverkauft sind oder gute Nachfrage haben. Das einzige Fahrzeug, was jetzt noch hier steht, ist der Carrado. Der ist aber verkauft. Den haben wir frisch abgeholt von der Werkstatt. Was hat er bekommen? Ein Zahnriemen hat er bekommen. Inspektion hat er bekommen und wird jetzt am Dienstag oder Sonntag, also in 2 Tagen, abgeholt. Dafür haben wir den Pössl in Zahlung genommen, den ich gleich noch zeige. Und da darf sich die junge Familie drüber freuen, weil die kriegen nämlich Nachwuchs und dann brauchen sie mehr Platz und deswegen haben sie sich den Carrado geholt. Ansonsten hatten wir letztens noch echt einen traumhaften Bürstner Visee und voll integriert. Der ging aber, da habe ich kurz vor meinem Urlaub inseriert. Der ging aber auch extrem gut weg. Da war die Nachfrage extrem hoch, war aber auch in 1A Zustand. So ein Fahrzeug findet man selten. Da habe ich in Leipzig abgeholt. Da bin ich jetzt erstmal mit einer BlaBlaCar gefahren. Wer BlaBlaCar nicht kennt, das ist eine Plattform, da kann eine Privatperson eine Fahrt anbieten. Das ist jetzt keine Werbung, die ich machen will, aber das habe ich das erste Mal genutzt, hat mich irgendwie 33 Euro oder 27 Euro gekostet um den Dreh, bin mit 2 netten Leuten nach Leipzig gefahren, war eine super Fahrt und musste nicht mit dem Zug fahren und so weiter, das war alles sehr produktiv und auch da nochmal, werde ich vielleicht in Zukunft auch öfters machen, wenn die Touren aber gegeben sind, das ist ja nicht immer gegeben. Ja, ansonsten, wie gesagt, Halle steht leer, was machen wir jetzt? Wir kaufen aktiv wieder Reisemobile ein. Ich habe eigentlich gedacht, komm, Reisemobile stufen wir mal ein bisschen zurück, weil es einfach viel Kapital ist und natürlich, ne, man guckt, wo geht die Reise hin, Zinsen und so weiter und so fort. Aber ich merke einfach, die Kaufkraft ist da
Und deswegen werden wir jetzt aktiv wieder Reisemobile suchen. Also wenn ihr was verkaufen wollt, schreibt mir gerne eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail mit eurem Fahrzeuginserat. Egal welches Alter, egal welcher Zustand, wir kaufen alles an. Und gerne einfach durchschreiben, dann gucken wir mal, ob wir zusammenkommen. Wir machen da schon echt faire Preise und einen sehr unkomplizierten Ablauf und kein was ist letzter Preis. Dann schauen wir mal hier rein. Wir gehen mal hier hin. Kurze Anmerkung zwischendrin. Ich wollte einmal Danke sagen für die ganzen Abonnenten, Zuschauer, Kommentare, Views, all das, was hier so gerade passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr nichts aus unserem Alltag und von allen Kundengeschichten was verpasst. Und bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und sage, wir machen weiter mit dem Video. Hier haben wir einmal den Chausson und den Challenger. Die sind ja schon die letzten Wochen bekannt, sind noch da. Was machen wir übrigens? Wir stellen um. Ich stelle morgen hier um. Wir tun die Kastenwagen wieder in die Halle, wo wir gerade waren, damit die Halle einfach gefüllt aussieht, weil wenn man von vorne reinschaut, sieht unser Betrieb einfach leer aus. Wir stellen die einfach um, dass wir die Kastenwagen alle vier hintereinander, die wir jetzt haben, dastehen. Sieht einfach schöner aus und dann wird hier alles mit Wohnwagen vollgestellt. Also wir kaufen auch aktiv wieder Wohnwagen ein, dass wir hier einen Bestand haben. Von daher, wenn ihr Wohnwagen habt, dürft ihr mir die auch, also Wohnmobile, Wohnwagen, alles was ihr habt, dürft ihr mir anbieten. Machen wir alles. Ansonsten der Challenger und der Chausson hatten wir relativ gute Nachfrage, aber leider kein Käufer dabei gewesen. Kommt sicherlich irgendwann einer. Ansonsten gerne mal in die Inserate reinschauen. Und das ist der Puzzle, von dem ich gerade erzählt habe, den wir in Zahlung genommen haben. Ist ein Puzzle von 2019 aus zweiter Hand. Hat 82.000 Kilometer gelaufen in der Sonder- oder in der schönen Farbe, in dem Rot. Hat hier und da kleine Gebrauchsspuren, aber nichts, was jetzt ausschlaggebend ist. Ist auch noch inseriert. Schaut gerne mal rein, ob er interessant ist. Ja, war eine Zahlungsnahme und macht man nichts falsch mit. Ja, ganz klassischer Puzzle, sag ich mal. So, was haben wir hier? Ja, Wohnwagen. Ein Tabard Da Vinci 450 TD habe ich hier aus dem Dorf angekauft, dass er gegen die Frau. Hat sich verändert, aber das hatte ich glaube ich in der letzten Hufrunde schon erzählt. Steht jetzt zur Verfügung, ist im Netz, gerne mal reinschauen. Hier haben wir vor 2-3 Tagen einen Fendt angekauft und zwar ist das ein Fahrzeug, was ich persönlich sehr mag. Und zwar ist das der Fendt Saphir 515 SG IC Blackline. Blackline steht für die Sonderausstattung, das Modell, das damals rauskam, der IC-Line, ist dann kombiniert mit schwarzen Details, das heißt schwarzer Radträger, schwarze Markise, schwarze Alufelgen, all das drumherum. Finde ich ein sehr persönlich, sehr schönes Fahrzeug mit zwei Einzelbetten, Rundsitzgruppe, werde ich heute noch inserieren. Haben wir jetzt bei schönem Wetter schöne Fotos gemacht und 2 Tonnen Auflassung, also Dinge ist mit Klimaanlage, Mover, Markise, Radträger, ist der echt tipptopp, Neuzustand, also ist 2 Jahre alt. Haben sich verändert, die Kunden wollen was Neues, was Kleineres und ja, haben wir in Zahlung genommen, nicht in Zahlung genommen, haben wir angekauft, wurde uns angeboten. Schönes Fahrzeug. Der Cabrio, wie aus dem letzten Video gesagt, ich glaube, der Cabrio, der wird ja noch Ewigkeiten stehen. Liegt aber einfach daran, Cabrio hat einen kleineren Kundenkreis, weil die Fahrzeuge etwas teurer sind im Vergleich. Natürlich aber auch sehr hochwertig sind. Und da kommen Leute aus ganz Deutschland. Wenn jetzt jemand genau das Fahrzeug sucht, wird er auch aus Hamburg hinkommen, weil es einfach nicht so viele auf dem Markt gibt. Ansonsten wird hier vielleicht irgendwann mal nochmal eine Preisreduzierung stattfinden. Mal gucken, schauen wir mal. Jetzt, ja, der Hümer ist ja bekannt aus dem Video mit den Fixkosten. Können wir euch hier oben verlinken, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da sind wir mal aufs Thema eingegangen. Das ist der war schon verkauft, wurde aber dann zurückgenommen. Ist echt in einem schönen Zustand. Und gerne mal reinschauen. Ist sofort verfügbar. Hier haben wir einen Detlefs Aerostyle 470 DB. Wieder ein Aerostyle, ich habe ja letztes Mal in irgendeinem Video erwähnt, Aerostyle mag ich sehr gerne, weil die sehr hoch sind und es gibt einem viel Luft. Was heißt das wiederum? Es wirkt sehr offen und gibt einem einfach ein schönes Raumgefühl. Hatte ich ja auch eine schöne Geschichte oder eine coole Geschichte. Das Fahrzeug habe ich angekauft von einem Erstbesitzer damals, der hat sich ein Wohnmobil gekauft, schon ein paar Tage her und dann haben wir den angekauft und wir haben den vor 2 Jahren, nee, vor einem, 2022 inseriert. Dann kam ein ja, mittlerweile echt guter, bekannter Freund, kam hier hin, hat sich ein paar Wohnwagen angeschaut und hat sich dann auch drin, wie auch ich, also jeder Mensch, der hier reingeht, sagt, wow, schön, hat sich da rein verliebt, weil das Fahrzeug einfach sehr offen ist.
Ansonsten hat er das Fahrzeug aber jetzt nach einem Jahr später wieder zurückgegeben oder haben wir wieder in Zahlung genommen, weil er sagt, ich will doch lieber ein Wohnmobil, damit ich mehr reisen kann, aktiver bin, Wochenende und so weiter. Das ist einfach angenehmer und will sich jetzt irgendwann in den nächsten Wochen oder nächsten Jahren, Monaten, wenn was Passendes kommt, ein Wohnmobil kaufen. Deswegen haben wir das Fahrzeug wieder zurückgenommen. Liebe Grüße, hier geht raus an den Björn von KN Sicherheit GmbH. Ein tolles Team, also ich will jetzt keine Werbung machen oder es ist keine bezahlte Werbung, ist echt eine Empfehlung von mir, wenn ihr irgendwie sicherheitstechnisch, ob jetzt Schlüsselanlage, Videoüberwachung, Tresor oder Schlüssel nachmachen lässt, meldet euch gerne mal an die Jungs von der KN Sicherheit GmbH aus Neuwied, tolles Team, kann ich jedem empfehlen, wenn es jetzt um Videoanlagen oder sonstiges geht. Support ist kein Mord, deswegen liebe Grüße gehen hier raus und kann ich nur empfehlen, ist auch hier unsere gesamte Firma, ist ausgestattet mit Zubehör von denen. Dann Knaus Sport 450 FU, erste Hand, tipptopp Zustand, ist verkauft, ging eine Woche nachdem er inseriert war weg. An Leute hier aus der Gegend, die hatten leider Gottes einen Fehlkauf gemacht mit einem Wasserschaden und haben gesagt, der nächste wird vom Händler sein und haben natürlich auch die Bewertung so durchgelesen. Haben gesagt, hier, das passt und haben sich da in Schock verliebt, sage ich jetzt einfach mal. Ist aber auch ein Tipptopp-Zustand, so ein Fahrzeug in dem Zustand findet man selten. Wurde die letzten 4 Jahre auch nicht bewegt, hat jetzt aber nochmal neue Bremsen eingestellt bekommen. Kriegt jetzt von uns nochmal neue Reifen, TÜV ist neu, Gasprüfung ist neu, also einmal komplett alles neu. Und ja, wird im Juli abgeholt, also wird noch ein paar Tage dauern. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, alles zu machen. Das heißt, die Reifen werden jetzt noch gewechselt. Wir checken ja jedes Fahrzeug nochmal durch und ist verkauft. Muss noch hier aus der Ausstellung geholt werden. Habe ich einfach noch nicht geschafft. Aber da wir morgen eh alles umstellen mit den Wohnmobilen, werden wir auch das tun. So, das war es eigentlich auch schon mit der Hofwunder. Also ihr seht, wir haben nicht viel da. Wir sind gut ausverkauft. Und was haben wir eigentlich noch gemacht, wenn wir gerade schon hier über in der Halle sind? Wir haben im Übrigen die ganzen Türen. Also A, die Gasflaschen sind jetzt hier weg, hier stehen gerade noch welche, weil wir eben welche ausgebaut haben aus Fahrzeugen. Aber die Gasflaschen sind jetzt hier weg, endlich in unserem Gaslager, das ist endlich fertig. Und wir haben Türen rot gestrichen, damit es einfach zum Firmenimage passt. Wir haben ein rotes Logo. Würde mich eure Meinung interessieren. Legt ihr oder sieht es wertiger, schöner aus? Natürlich ist hier noch viel, viel Potenzial. Aber man muss mal dazu erwähnen, das ist nicht mein Eigentum. Das ist nur eine gemietete Halle und ich kann hier nicht weitere Tausende, also wir haben hier schon ewig viele Tausende Euros investiert, kann das einfach nicht machen, das rechnet sich irgendwann nicht mehr. Ich habe das jetzt mal ordentlich, wir haben das jetzt mal, wie gesagt, alles mal weiß gestrichen im Vergleich zu vorher, wir haben die Türen gestrichen, hier und da ein paar Banner aufgehangen, 2, 3 Kleinigkeiten werden noch gemacht, es werden noch weitere Poster hier aufgehangen, hier will ich eine Blende reinmachen, dass man das, dass das nicht so aussieht, dass das einfach ein bisschen schicker aussieht und dann sind wir hier soweit fürs Erste zumindest mal dieses Jahr fertig und würde mich mal eure Meinung interessieren, legt ihr darauf Wert oder findet ihr das schöner und was sagt ihr zu der kleinen, klein ist immer schwierig bei so einer großen Halle, zu der kleinen Renovierung hier in der Halle. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Start in den Sommer, ich denke mal bei den Temperaturen aktuell darf man das sagen. Bei mir geht es jetzt weiter, wir sind weiter am Arbeiten, wir geben Gas, ich gebe Gas, ich will hier was auf die Beine stellen. Es kommen so viele Projekte die nächsten Wochen dazu, da werde ich euch auf dem Laufenden halten, auch mit einer eigenen Branding, also mit einer eigenen Marke, die wir gründen. Und ich denke, das wird noch alles sehr interessant sein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch weiterhin guten Sommer und bis zum nächsten Video, euer Martin.